Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit der Baby-Icon von Rüd Hüllit. Und das ist auf jeden Fall ein absoluter Ehrenmann hier auf dem Kanal. Den haben wir schon ein paar Mal getestet in verschiedenen Varianten. Und die Baby-Variante ist derzeit die einzige, die ich mir leisten kann. Und habe mir gedacht, ich teste den einfach. 1,91 groß, hat einen Unique Body-Type, hat eine Mittel-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts. Die Baby-Variante hat leider nur 3 Sterne Spezialbewegungen, was für mich egal ist, weil ich bin kein Skiller, ich bin ein Casual-Player und ich skill nicht wirklich oft und nicht wirklich viel, somit ist mir das eigentlich fast egal. Aber er hat 5 Sterne schwacher Fuß, kostet im Moment so um die 800.000, ich konnte ihn ein bisschen billiger heute ergattern und ist Holländer, damit hat er als Ikone und als Holländer sehr, sehr gute Links. Ich habe ihn jetzt gekauft mit einem Shadow, wobei ich am überlegen bin, ob ich den vielleicht auch mal mit einem anderen Campstyle, nämlich mit einem Hunter, probiere, weil ich ihn gerne ein bisschen offensiver spiele, aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal probieren, wie er mit dem Shadow ist. Antritt geht auf jeden Fall auf 87, Sprintgeschwindigkeit auf 92, hat 83 Stellungsspiel, 76 Abschluss, 84 Schusskraft, 80 Weitschüsse, 83 Volleys und 84 Elfmeter. Passspiel schaut sehr, sehr gut aus, 89 Übersicht, 84 Flanken, 84 Freistoßpräzision, 85 kurzer Pass und 87 langer Pass, dazu 85 Effet, also wir haben da alles in einem sehr guten 80er Bereich, damit sollte er die Bälle hoffentlich gut verteilen können und 5 Sterne schwacher Fuß. Wie gesagt, Unique Body Type bei einer Beweglichkeit von 74 und einer Balance von 78, er ist halt ein sehr großer Spieler, aber wer Hüllit schon mal gespielt hat, der weiß, der ist auf jeden Fall ganz stabil normalerweise auch mit der Körpergröße. 82 Reaktion, das könnte halt ein bisschen mehr sein. Dafür der 87 Ballkontrolle, leider nur 80 Dribbling und 94 Ruhe aber. Also die Dribbling-Werte, die sind immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, das ist halt dann auch abhängig, wie gut die Server sich spielen lassen, aber wir werden das gleich sehen. Mit dem Shadow bekommt er auf jeden Fall 94 Abfangen, 92 Kopfballpräzision, 86 defensives Bewusstsein, 94 fairer Zweikampf und 95 Grätsche. Dazu hat er 74 Sprungkraft, mit der Körpergröße auch ganz okay. Leider auch ein Manko auf der Karte ist die Ausdauer mit 78. Für einen Mittelfeldspieler ist das halt schon eigentlich sehr, sehr wenig. Wir werden das auch beobachten jetzt in den Games. 82 Stärke und 67 Aggressivität, also die Aggressivität könnte ein bisschen höher sein. Er hat den Powerkopfball und die Führungsstärke und den Spielmacher für die CPU. Und wenn wir uns sein Icon-Profil anschauen, dann fällt uns eigentlich auf, dass das nicht wirklich seine Babykarte ist, sondern eigentlich seine Pensionistenkarte. Also das ist seine Karte von der letzten Station bei Chelsea. 1997 ist er dann in einer Doppelfunktion bei Chelsea gewesen, hat Chelsea auch zum FA Cup-Gewinn geführt. Und das war der erste Titel seit 26 Jahren und er hat nach eigener Aussage einmal gesagt, dass Chelsea die schönste Zeit seiner schillernden Karriere war. Wenn wir da schauen, auf jeden Fall in Holland gestartet, bei Haarlem und bei Feyenoord, danach zu Eindhoven und im Anschluss beim AC Milan seine erfolgreichsten Jahre, würde ich jetzt mal sagen, verbracht. Danach noch ein bisschen in Italien unterwegs gewesen, zwischen Sampdoria und AC Milan und dann, wie gesagt, beim FC Chelsea ausklingen lassen, 66 Mal für die Niederlande gespielt. Er war auf jeden Fall sehr torgefährlich immer. Und wir spielen da jetzt auch in einem Premier League Team mit Mahrez, mit Bobby Firmino, mit Mané, mit Timo Werner, der Maschine, ist eigentlich einer meiner besten Stürmer in FIFA 22 bisher. Kanté als zweiter Sechser, also der wird ihn ergänzen. Hinten habe ich jetzt Gomez und Van Dijk im Moment, im Tor Peter Cech, SBC, kann ich mal empfehlen, ist eigentlich sehr gut bisher. Auf der Seite dann noch Robertson und auf der anderen Trent Alexander-Arnold. Und jetzt schauen wir uns Rüd Hüllit genauer an. Gut, unser erster Gegner. Ja, schaut nach einem sehr guten Team aus mit Dina Thale, Maschinen im Mittelfeld, Messi. So, schauen wir mal. Die Verbindung hat okay ausgesehen, aber ich hatte schon mal bessere. Aber wir schauen uns da Hüllit mal an. Ja, Dribbling geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Das macht er schon ganz gut. Die Ballführung ist relativ eng. Macht halt weitere Bewegungen. Wir schauen uns das genauer an. Ja, gut abgelaufen, gut abgelaufen. Ich probiere es einfach mal. War gar nicht so schlecht. Ja, will immer wieder mit nach vorne. Schwer, ich komme schwer durch. Ja, Messi war ein bisschen schneller, aber er ist hingekommen dann. Das war gut. Boah, schön reingelaufen. Schade, dass das nichts geworden ist. Gut, wir sind in der 78. Minute und man sieht da schon Hüllit mit 56 Fitness nur mehr. Also, ja,
90 Minuten wieder überleben, danach wird es schon knapp. Ich meine, er ist viel gelaufen, das muss man auch dazu sagen, aber Fitness ist halt so ein Manko auf der Karte. Ja, da ist er super reingegangen jetzt gegen Messi. So, ziemliches Schwitzer-Game gewesen. Hüllit mit einer durchschnittlichen Leistung. Wir haben ein bisschen was gesehen. Schüsse. Vielleicht mit dem Hunter wäre das nochmal besser. Das können wir dann vielleicht noch testen. 16 Pässe, 69% Passgenauigkeit. 19 Dribblings, davon 89%. Das ist ganz gut. Und 2 Zweikämpfe beide gewonnen. Aber noch nichts Besonderes. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner. Ja, schaut auch nach einem coolen Squad aus. Feke wieder mal am Start. Aber wenigstens kein Kimpembe heute. Ja, den Pass hat er reinbekommen. Es klappt noch nicht. Hüllit auf Virgil. Ja, schade, der wird wieder abgeblockt. Ja, den Kopf hat er nicht gut bekommen. Schade. Gut, leider wurde da jetzt die Verbindung unterbrochen, aus welchem Grund auch immer. Das kann es nur EA beantworten. Hüllit mit 2 Schüssen, 50% Schussgenauigkeit, 9 Pässe, 89% und 10 Dribblings mit 100% Dribbling-Erfolgsquote. Ich würde sagen, ich gebe ihm jetzt einen Hunter und wir gehen ins nächste Spiel. Gut, wie gesagt, ich habe ihm jetzt einen Hunter gegeben, damit verliert er halt diese Defensiv-Stats, wobei die Defensiv-Stats nach wie vor sehr, sehr gut ausschauen. Für einen offensiven Sechser, dort werde ich ihn spielen. Dafür bekommt er zusätzlich zu den Plus 10, die er aufs Tempo bekommt, jetzt 88 Stellungsspiel, 86 Abschluss, 89 Schusskraft, die Weitschüsse bleiben bei 80 und die Volleys gehen auf 98 und die Elfmeter auf 94 und dann schauen wir, wie es weiterläuft. Gut, unser nächster Gegner mit einem Premier League, La Liga, Franzosen, Hybrid-Team. Schauen wir mal, wie es läuft gegen den. Ja komm, Pogba, den schnupfen wir locker. Oh, guter Schuss. Ja, den kann man machen. War zu stark aufgeladen. Ja komm, da muss man sich durchsetzen als Hüllit. Gut, jetzt sind wir in der 65. Minute und da hat er 67 Fitness. Geht jetzt ein bisschen besser klar. Schauen wir mal, wie es weiterläuft noch. Ach, Hüllit auf Werner, komm! Yes! Ach, Hüllit hat Bock. Yes, jetzt hat er endlich eine Vorlage mit Werner. Sehr, sehr nice. Na, schau, wie er da diesen Sterling abläuft. Sehr, sehr gut, Hüllit. Ich komme nicht an Areola vorbei mit Hüllit. Ach, Hüllit auf Mané. Ja, es will nicht gelingen, es will nicht gelingen. 4 Schüsse von Hüllit, 50% Schussgenauigkeit. Leider ging der dann am Schluss auch nur an die Latte. Echt schade, ich hoffe, mir gelingt ein Tor noch. 26 Pässe, 81% Passgenauigkeit. Wobei ich muss sagen, die Pässe fühlen sich teilweise schon sehr, sehr gut an. 27 Dribblings mit seiner Körpergröße, 100% Dribbling-Erfolgsquote. Das ist meiner Meinung nach schon ein sehr, sehr geiler Wert. Einen Zweikampf hat er gehabt und den hat er gewonnen und dann machen wir auf jeden Fall noch ein Game. Gut, unser nächster Gegner. Ja, Dembele, Vinicius. Meine Lieblingsgegner, dazu Kimpembe, auch einer meiner Lieblinge und Feke, also alle versammelt. Also, ja, den kriegt er. Ich wollte schon sagen, den Kopfball wieder nicht gewonnen. Ja, das schickt der Mané. Wie lang für Mine, da braucht den Ball unter Kontrolle leider zu bekommen. Ach, Hüllit auf Werner. Ich schaffe kein Tor mit ihm, es gelingt mir einfach nicht. Ah, super Pass wieder von Hüllit. Es gibt's nicht, es ist wie verhext. Es gibt's nicht, das gibt's nicht. Wie viele Schüsse muss ich noch abfeuern mit ihm? Gut, ich habe in der zweiten Hälfte jetzt sogar auf ZOM gespielt. Ich wollte eigentlich gerne ein Tor mit ihm machen, aber es gelingt einfach nicht. 5 Schüsse, 40% Schussgenauigkeit, entweder wehrt der Torhüter ab oder sie gehen knapp vorbei.
71% Passgenauigkeit und wieder 100% Dribbling-Erfolgsquote. Ich mache jetzt etwas, was ich nicht oft mache, ein fünftes Game. Ich möchte probieren, ob mein Tor gelingt. Yes, endlich, Alter, endlich. Endlich macht er das Tor. Ey, wie lang hat's gedauert? Endlich macht er die Bude. Hölleet! Gut, abschließendes Fazit jetzt mit Rüd Hüllit. Ich habe jetzt danach noch ein paar Szenen hineingeschnitten. Ich habe noch zwei Spiele vom Playoff gespielt, also FUB Champions Playoff. Und da hat er eigentlich dann noch gut getroffen und gute Vorlagen gemacht. Also wir haben jetzt insgesamt 7 Spiele mit ihm gemacht. Hat 3 Tore und 3 Vorlagen. Aber ich bleibe irgendwie dabei und ich glaube, ihr habt es in den Szenen auch schon gesehen. Er ist ein bisschen ein Chancentod, auch mit dem Hunter. Ich habe ihn da jetzt in den weiteren Spielen auch immer wieder als ZOM gespielt. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Möglicherweise schieße ich falsch mit ihm, ich weiß es nicht. Aber für mein Gefühl halten die Torhüter sehr oft seine Schüsse. Vielleicht fehlt ihm da auch irgendwie ein bisschen der Trade. Ich habe es auch probiert mit angeschnittenen Schüssen und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der Schuss ist irgendwie nicht so der allerbrachialste, sagen wir es mal so. Dafür fand ich das Tempo sehr, sehr gut, das Passspiel sehr, sehr gut. Das Dribbling, und ich glaube, das habt ihr in den Statistiken auch immer sehr gut gesehen, war auch sehr, sehr gut. Also da kann man überhaupt nichts sagen in diesen Kategorien. Defensiv auch sehr gut, immer wieder abgelaufen, immer wieder richtig gestanden. Generell eigentlich sehr präsent da im Mittelfeld auf jeden Fall. Also das macht er wirklich, wirklich gut. Einziges richtiges Manko auf der Karte ist halt die Ausdauer, auch das habt ihr gesehen. Aggressivität, die da nicht im grünen Bereich ist, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde, der macht das schon sehr, sehr gut. Also ich hätte jetzt nie irgendwie den Eindruck gehabt, dass der da irgendwie nicht aggressiv genug gewesen wäre, den Ball zu erobern. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr geile Karte. Ob er 800.000 Coins wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde aus dem Bauchgefühl heraus sagen, nein. Da gibt es wahrscheinlich Alternativen im Mittelfeld, die man spielen kann, die viel günstiger sind als er. Aber eins muss ich schon sagen, er hat halt eine ganz, ganz besondere Präsenz irgendwie am Platz. Also er steht sehr gut, er bewegt sich sehr gut. Das hebt ihn schon ein bisschen hervor von anderen Spielern, würde ich sagen. Und das macht vielleicht so das Quäntchen aus, warum er auch so teuer ist. Man bezahlt natürlich auch für den Namen. Es ist halt eine absolute FIFA-Ikone, dieser Rüd Hüllit. Aber ob 800.000 wert ist, wie gesagt, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde ihn schon sehr, sehr nice. Größtes Manko, wie gesagt, auf der Karte für mich die Ausdauer und ein bisschen der Schuss. Vor allem die Weitschüsse, weil man kommt halt aus seinen Positionen oft zu Schüssen außerhalb des 16ers und die sind halt dann nicht so krass irgendwie. Aber dafür Tempo, Passspiel, Präsenz, Dribbling, das hat alles sehr, sehr gut gepasst eigentlich. Und dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für dieses Review. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen was zeigen können von Rüd Hüllit. Wenn dem so war, dann lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut gerne mal auf Twitch und auf Instagram vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch dort mal begrüßen könnte. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.